So, herzlich willkommen zum Tutorial Administration. So, wir wollen jetzt erstmal kurz in einen leeren Server, den ich gerade fix erstellt habe. Connected. So, sind wir schon Administrator. Hierbei geht es heute über das rechte System. In dem Falle haben wir hier schon eingestellt, dass wir das fortgeschrittene rechte System haben wollen. In dem Falle günstiger, da kann man ein paar Sachen mehr einstellen. Das normale rechte System im einfachen Modus zeige ich auch mal ganz kurz, zumindest. Ist mir aber ein bisschen eher unlieb. Da kann man nur so grob Beschreibungen machen, die jetzt nie unbedingt dahitzen. Also gehen wir fortgeschrittenes rechte System, über Einstellung, Option, Anwendung, weil hier, und klicken dann auf Rechte. So, da haben wir nämlich schon das fortgeschrittene rechte System, in dem Fall für die Server Admin. Hierbei kurz erklärt. Ich habe gerade rechten Mausklick und alles aufklappen gemacht. In dem Fall jetzt global bedeutet, oder wir machen es klein. Global bedeutet, können normalerweise bloß SQ-Admins, also Server Query Admins, diesbezüglich verwalten. Da geht es dann darum, weitere Server zu hosten und dergleichen. In dem Fall hier der Informationstext dafür natürlich für Administratoren freigegeben. Wenn man hier auf normal geht, ist da nichts. Das ist für uns als Server-Admin eher unwichtig. Hier haben wir kurz den virtuellen Server, Informationen, ne? Vermögen, Informationen, also haben wir die natürlich freigegeben. Immer und vollständig. Das Einzige, was hier nicht ist, ist bei virtuellen Server und Verwaltung dann. Server stoppen, das macht dann nehmen wir bloß der SQ-Admin, in dem Fall ich, Sachen wiederherstellen auch nur ich, so viel zur Verwaltung und Informationen des virtuellen Servers. Hier haben wir dann natürlich noch die Einstellungen, da können wir den Namen ändern, also das Vergaberecht dafür, dass wir den Namen ändern können, Willkommensnachrichten, Beschwerden, maximale Channel, Datentransfer, Host-Button und Host-Banner und dergleichen. Sind jetzt in einem Connected. anderen Server wie hier. Zum Beispiel, da haben wir den Host-Banner. Das hier oben ist der Host-Button bei uns. Facebook, das ist jetzt ein, den ich für ein anderes Mitglied gehostet habe. Wir wollen zurück zum Thema Ports des virtuellen Servers ändern. Könnte man einstellen, muss man aber nicht, ist eher sinnlos, weil wenn man Port ändert, ist die Verbindung natürlich weg. So, hier können wir natürlich die gesamten Channel-Vergaberechte einstellen, das heißt, darf der Nutzer, Server-Admin in dem Falle, denn überhaupt Channel erstellen, darf er Themen erstellen, Beschreibungen erstellen. Hier können wir jetzt bei Channel erstellen, Informationen gibt es nicht viel zu. Nur mit Passwort erstellen geht auch, ist nicht notwendig. Dann die Anpassung für Breitband und dergleichen. Ob er das denn darf, wenn man hier mit der Maus einfach mal drüber bleibt, steht normalerweise dann auch was da. In dem Fall erlauben das Erstellen, erlaubt das Erstellen von Channeln im Codec. Hier kann man natürlich ändern. Noch anweisen, darf der den Channel bewegen, darf der den Typ verändern, darf er permanent, semipermanent, temporär den Namen, Thema, Beschreibung, Passwort, die ganzen Sachen halt überhaupt machen. Hat er überhaupt die Modify-Power dafür? Das heißt, kann er das alles überhaupt? Da kann man dann die Modify-Power einstellen. Wir drehen sie mal runter auf 75. Das ist für Administratoren ganz normal. Ich kann auch noch mal kurz hinschreiben. SQ-Admins
haben. Ups, falscher Knopf. SQL Admins haben die Power 100. SA, also Server Admins, haben die Power 75. Nutzer haben die Power 50. Und der Gast hat eine maximale Power von 25. Nur mal hier zum Speichern. Wenn ja nicht. Dann kommen wir zum Löschen. Darf der jeweilige Nutzer denn überhaupt Channel? Ist immer noch ein Bereich Channel. Löschen. Darf er Permanente Channel löschen, Semi-Permanente und so weiter. In dem Fall gibt es hier auch wieder eine Power zu vergeben. Bis wohin? In dem Falle der Server-Admin denn überhaupt darf. Zugriffe betreten. Darf dieser Nutzer überhaupt permanente Channel betreten? Temporäre Channel. Ignoriert der Nutzer, dem Fall Server-Admin, den Passwörter oder das Client-Limit. Um die Power zum Betreten natürlich sollte man auch machen. Abonnieren ist auch ganz wichtig. Die Mindesttiefe für Channel sollte immer minus 1 betragen. Aus dem Prinzip, dass man dann alle Channel sieht. Wenn man da eine Anzahl angibt, dann sieht man halt bloß eine bestimmte Anzahl Channel. In dem Falle die ODV Power, darf der denn das überhaupt? So, so viel zum Channel. Willkommen zu den Gruppen. Das ist der Fall hier. Das ist eine Gruppe und das ist eine Gruppe. Darf er denn überhaupt Informationen aus den Listen der Gruppen abrufen? Würde ich immer anlassen, egal für wen. Gruppen erstellen ist so eine Sache. Sollte man beim Admin lassen. Ändern auf jeden Fall auch. Löschen dasselbe. Hier kann man zum Beispiel dann die Icons noch ändern, wenn man dann welche hochgeladen hat. Wir können mal kurz eins hochladen. Nehmen wir das Icon für den Server-Admin. Das TN, also TS3 Niemand-Icon. Wie groß darf das sein? Darf der Nutzer überhaupt Icons verwalten? Ist die Gruppe permanent? Sollte man lassen. Permanent sollte man immer angeklickt haben. Hier ist der Update-Typ dafür. Ist auch nicht unwichtig. Wir kommen zu den Clients, das heißt, in dem Falle, was darf dieser? In dem Fall Informationen sollte man immer abrufen können, sollte sich alles so lassen. Also ist Schwachsinn, wenn man da was ändert. Kommen wir zum administrativen Bereich, das heißt, Power um zu kicken, wie viel Power hat er überhaupt, wie man vor uns gesehen hat. Server Admin hat die 75. Lassen wir das hier dabei. Der Nutzer, wie man sieht, nur die 50. Vom Channel kicken, vom Server bannen, vom Server kicken, um Clients zu verschieben, um Beschwerden einzureichen. In dem Fall hier benötigt wäre dann, wenn man einstellen möchte, dass jemand für eine bestimmte Nutzergruppe gar nicht, zum Beispiel in dem Fall hier verschiebbar wäre, dann kann man da zum Beispiel eine Zahl wie 100 eintragen, dann ist der halt Error. für keinen Server-Admin verfügbar, können wir hier aber nicht, wir sind hier nicht Server Error. Query Admin und können da auch nichts einstellen. Server Query Admin bin ich bloß im Main Server. Habe ich jetzt wie gesagt hier vor uns kurz erstellt. In dem Falle bräuchte man natürlich auch das Vergaberecht, Error. was wir nicht aktivieren können. Genau, weiter geht's. Um Beschwerden zu löschen, kann man das ein- und wieder ausmachen. Im Fall immer dran denken, die Vergabe sollte an sein dafür, wenn die Vergabe nicht an ist, wie man sieht. Bei mir hier gerade, da Error. kommt ein Error. Jetzt kommen wir zu den Grundlagen, das heißt, darf der Nutzer überhaupt eine Textnachricht schreiben? Also Privatnachrichten darf er an den Server senden, im Channel senden oder als Offline-Nachricht senden. Das sind die Sachen, die würde ich immer anlassen. Die Textpower, die würde ich jetzt auch bei jedem Nutzer auf jeden Fall auf 100 drehen, wenn das denn hier im Vergaberecht so eingeteilt ist. Ansonsten kurz an mich wenden, dann richte ich das ein, dass das auch funktioniert. Talkpower vergeben, als Admin sollte man das auf jeden Fall können. Beschreibung aller Clients ändern etc. Wenn mal einer was Anstößiges drin hat, ist das von Vorteil, wenn man das machen kann. Wie immer die Modify Power, darf der alles
Was hier drin steht denn überhaupt? In dem Falle die Power dafür. Maximale Anzahl an zusätzlicher Verbindung pro Identität, in dem Fall hier auf 10, reicht aus, weil mehr als 10 Leute werden da wahrscheinlich nicht reinkommen mit einer Identität. Maximale Avatar-Dateigröße würde ich immer so hoch wie möglich lassen. Es gibt ja auch Leute mit größeren Bildern. Mindesttiefe wie immer minus 1 bedeutet immer unbegrenzt. Könnt ihr natürlich hier bei den Vergaberechten etc. können wir das nicht machen, das können wir maximal bei den Maximal-Abos und dergleichen einstellen. Auf der Channel-Gruppen überspringen, natürlich ignoriert er Bans, in dem Fall Server-Admin, natürlich ignoriert er auch die Antifood-Messwerte. Reservierte Slots darf er natürlich benutzen und ein Query-Befehl kann er natürlich auch, insofern er denn überhaupt einen hat. Ein Query-Login, der wird dann von mir zugeteilt. Channel-Kommando benutzen würde ich auch lassen. Talk-Power, Modify-Channel an, würde ich auf jeden Fall auch anlassen. Aber da andere Clients löschen als Server-Admin ist das natürlich sinnvoll. Ignoriere Stick-Client-Rechte. Muss nicht sein, wäre aber sinnvoll. In dem Fall sind wir damit dann auch fertig. Jetzt kommen wir zum Datentransfer. Darf diese eine Gruppe sozusagen denn überhaupt Sachen hochladen und wenn, wie viel? Ja, hier unten sind die Bytes eingestellt. Können wir zum Beispiel sagen, er darf nur so und so viele Bytes hochladen. Maximal darf die Datei 500 MB groß sein. Dann könnten wir hier natürlich eine 500 reinschreiben. Und hier auch. Dann werden Daten, die über 500 MB sind, natürlich nicht hochgeladen. Das geht dann einfach nicht. Ja. Bei mir ist es aber gewöhnlich auf minus 1. Bei uns ist das egal. Der kann hochladen, so viel er will. Wir haben Platz ohne Ende. In dem Falle zum Beispiel für den Nutzer natürlich nur auf 50 gestellt. Also normal. Und der Gast hat 25, wie vorhin schon angemerkt, und da war auch keine Begrenzung, die können wir natürlich hier begrenzen, wenn wir wollen. So viel dazu. Ich mache eine kurze Pause. Und das sind wir schon wieder. Du hast kurz was getrunken. Das sind jetzt die Servergruppen gewesen. Damit sind wir jetzt abgeschlossen. Und wenn man neue Servergruppen erstellen kann, kann man das hier tun. Da gibt man seinen Namen ein, mein Weg, Test 123. Dann kann man natürlich eine Servergruppe legen als Vorlage. Kann man sagen, das ist Server Query Gruppe Vorlage oder normale Gruppe oder Vorlagegruppe. Wir lassen es natürlich als normal. Und da hätten wir jetzt eine ganz normale Gruppe. Da können wir alles aufklappen. Da ist natürlich noch gar nichts eingestellt groß. Natürlich bloß die Modify Power, dass er überhaupt irgendwas darf. Wenn man jetzt sagt, man lässt einen für Normalnutzer, dann möchte man das natürlich auch alles runterdrehen. In dem Fall 50 für die normalen Nutzer. Wir können auch sagen, wir kopieren uns zum Beispiel einen, so. Dann haben wir hier einen kopiert und können den natürlich dann umbenennen in Test 456 zum Beispiel. Diese ganzen Dinge werden natürlich immer mit IDs versehen, dass man dann hier, welche das sind, welche Nummern und da kann man dann Sachen dazugeben. Hier drüben kann man dann einsehen, wer da ist. Hier kann man dann noch neue dazugeben. Das wäre dann das andere Thema. Kann man aber auch ganz normal über rechten Mausklick Servergruppe setzen. Da kann ich jetzt die ganzen Dinger zum Beispiel auch Server Group assigned. Und dann auch den Test dazugeben. Ich würde sagen, das war's und bye.